Ethanol. Dieses Molekül, das aus kaum mehr als ein paar Kohlenstoffatomen besteht, ist für den Alkoholrausch verantwortlich. Ethanol ist der Wirkstoff in alkoholischen Getränken und wird oft einfach als Alkohol bezeichnet. Seine Einfachheit erlaubt es ihm, Membranen zu durchdringen und sich vielerorts niederzulassen, wodurch es vielfältige Effekte hervorruft, im Vergleich zu komplexeren Molekülen. Aber wie genau bewirkt es Rauschzustände und warum wirkt es auf verschiedene Menschen ganz unterschiedlich? Um das zu beantworten, müssen wir dem Alkohol auf seiner Reise durch den Körper folgen. Alkohol landet im Magen und wird im Verdauungstrakt ins Blut absorbiert, insbesondere im Dünndarm. Der Mageninhalt beeinflusst die Fähigkeit des Alkohols, ins Blut zu gelangen, denn nach dem Essen schließt sich der Pylorus-Schließmuskel, der den Magen vom Dünndarm trennt. Die Alkoholmenge, die nach einer großen Mahlzeit ins Blut gelangt, beträgt daher mitunter nur ein Viertel der Menge des gleichen Getränks auf nüchternen Magen. Über das Blut gelangt der Alkohol in die Organe, vor allem in die am stärksten durchbluteten, Leber und Gehirn. Er trifft zuerst auf die Leber und deren Enzyme bauen das Alkoholmolekül in zwei Schritten ab. Zunächst verwandelt ein Enzym namens ADH Alkohol in giftiges Acetaldehyd. Dann macht ein ALDH genanntes Enzym aus diesem giftigen Acetaldehyd ungiftiges Acetat. Während das Blut zirkuliert, baut die Leber immer mehr Alkohol ab. Aber der erste Durchgang bestimmt, wie viel Alkohol das Gehirn und die anderen Organe erreicht. Die Empfindlichkeit des Gehirns ist verantwortlich für die emotionalen, kognitiven und verhaltensbezogenen Auswirkungen, den Alkoholrausch. Alkohol zieht an der Hauptbremse des Gehirns, dem Neurotransmitter GABA, und reduziert den Haupttreibstoff, den Neurotransmitter Glutamat. Dadurch werden die Neuronen unkommunikativer. Bei moderaten Dosen fühlt man sich entspannt, bei höheren Dosen schläft man ein und bei toxischen Dosen werden lebenswichtige Gehirnaktivitäten gestört. Alkohol stimuliert zudem eine kleine Gruppe von Neuronen, die sich vom Mittelhirn bis zum Nucleus accumbens erstrecken, einer wichtigen Region für die Motivation. Wie alle Suchtmittel löst es Dopaminausstoß im Nucleus accumbens aus, was einen Freudenschub beschert. Noch dazu regt Alkohol manche Neuronen dazu an, Endorphine zu synthetisieren. Endorphine helfen einem, sich bei Stress oder Gefahr zu beruhigen. Der erhöhte Endorphinspiegel führt zu Euphorie und Entspannung beim Alkoholkonsum. Sobald die Leber den Alkohol schneller abbaut, als das Gehirn ihn aufnimmt, lässt der Rausch schließlich nach. Individuelle Unterschiede bewirken dabei, dass man sich mehr oder weniger betrunken verhält. So haben ein Mann und eine Frau, die gleich viel wiegen und zu einer identischen Mahlzeit die gleiche Menge trinken, dennoch unterschiedliche Blutalkoholkonzentrationen. Das liegt daran, dass Frauen meist über weniger Blut verfügen. In der Regel haben sie mehr Körperfett, das weniger Blut benötigt als Muskeln. Die gleiche Menge Alkohol auf weniger Blut bedeutet, dass die Konzentration bei Frauen höher ist. Genetische Unterschiede bei den alkoholverarbeitenden Enzymen in der Leber beeinflussen diese ebenfalls. Außerdem trägt regelmäßiger Konsum zur Produktion dieser Enzyme und zur Toleranz bei. Andererseits kann übermäßiges Trinken über längere Zeit zu Leberschäden führen, was den gegenteiligen Effekt hat. Dabei können genetische Unterschiede in der Dopamin-, GABA- und Endorphinübertragung zum Risiko für die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit beitragen. Einen niedrigen Endorphin- oder Dopaminspiegel kann man durch Alkoholkonsum steigern. Manche haben ein höheres Risiko für exzessives Trinken, weil sie stark auf Endorphine reagieren, was die angenehme Wirkung von Alkohol verstärkt. Andere haben eine veränderte GABA-Übertragung, wodurch Alkohol auf sie besonders sedierend wirkt, was das Risiko für Alkoholmissbrauch verringert. An chronischem Alkoholkonsum passt sich das Gehirn an, indem es die GABA-, Dopamin- und Endorphinübertragung reduziert und die Glutamataktivität erhöht. Daher haben regelmäßige Trinker eher Angstzustände, Schlafprobleme und weniger Freude. Diese strukturellen und funktionalen Veränderungen können zu Überkonsum führen, wenn sich Trinken normal anfühlt und Nichttrinken unangenehm ist, wodurch ein Teufelskreis entsteht. Sowohl die Genetik als auch das bisherige Verhalten wirken sich also darauf aus, wie man Alkohol wahrnimmt. Daher neigen manche eher zu bestimmten Trinkmustern als andere. Und dauerhafter Konsum führt zu neuronalen und verhaltensbezogenen Veränderungen.
TED-Ed arbeitet daran, hochwertige Bildungsinhalte für so viele Menschen in so vielen Sprachen wie möglich kostenlos anzubieten. Unterstütze unsere gemeinnützige Arbeit mit einer Spende auf Patreon und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.